Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Bibel TV, das Gespräch. Nicht umsonst findet er, dass er ein echter Glückspilz ist. Lebt er doch das, was für viele Jungs ein Traum ist und dann auch oft bleibt, nämlich Fußballer zu sein, und zwar Berufsfußballer in der ersten Bundesliga. Für ihn aber ist es nicht nur Glück, sondern neben seinem Können hat auch sein Glaube an Gott dazu geführt, der Mann zu sein, der er heute ist. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Sven Schiplock. Hallo. Ja, war das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Als Junge schon davon geträumt, ich werde eines Tages, keine Ahnung, Stürmer und dann in der Bundesliga sein? Der Traum war immer schon da. Ja, tatsächlich. Von klein auf. War auch immer schon von klein auf in meine Gebete eingeschlossen. Das war mein großes Ziel, mein Traum von klein auf. Haben Sie echt da gesessen und haben gesagt, so, lieber Gott, lass mich Berufsfußballer werden? Ja, also ja, es ist wirklich, es war immer in meinen Gebeten eingeschlossen, dass ich gerne mal Profifußballer werden möchte, und habe das immer wieder in meine Gebete eingeschlossen. Mhm. Und offenbar hat das geklappt. Ja, es ist ganz witzig, weil ich zum ersten Mal, wo ich dann spielen durfte, zu dem Weg vorhin am Tor, wo ich mich warm gemacht habe, bis zur Einwechslung, genau an die Szene, erinnert habe, dass ich da so jahrelang dafür gebetet habe, und ja, heute ist es dann soweit, und dann habe ich da so auf dem Weg dann so mich bedankt dafür, dass es heute soweit ist, dass ich diesen Traum dann in Erfüllung gehen lassen durfte. Gehen wir aber noch einen Schritt zurück, bevor das überhaupt, also dieser ganze Wunsch und dieser Traum durch das Gebet unterstützt wurde. Was war denn von Anfang an das Faszinierende am Fußball? Also solange Sie denken können, wollen Sie Fußball spielen, oder? Ja, ich denke, wie als kleiner Junge, wie jeder als kleiner Junge war das. Na ja, ich wollte Basketball spielen. Ja, nee, das kommt dann von meinem Papa aus. Das ist, er ist begeisterter Fußballfan, er hat selber früher Fußball gespielt, hat mich da dann in jungen Jahren schon als kleiner Junge dann mit auf den Fußballplatz und hat trainiert, mit meinem großen Bruder noch zusammen, und da war dann auch 9 Jahre lang mein Trainer und hat mich da auf den Weg. Ach so. Mitbegleitet oder bis heute auch mitbegleitet. Ah ja, also war aber eher so, der hat gesehen, der Sven, der will das unbedingt machen, und das unterstütze ich jetzt auch, oder war das auch so ein Wunsch des Vaters? Ich denke, auch ein Wunsch des Vaters, aber am Anfang stand im Vordergrund der Spaß, also dass ich in irgendeine Sportart lerne, und da mein Papa am Fußball extrem viel lag, hat er mich mit auf den Fußballplatz und hat es ja auch Spaß gemacht. Also das war als kleines Kind, gab es nichts Schöneres. Spielt um alle gerne. Ja, auf den Fußballplatz mit ein paar Kumpels und da losspielen. Und der Traum von meinem Papa, weiß ich nicht, ob der so von Anfang an da war, wie er bei mir da war, aber bei mir war er von klein auf da. Wie weit kann man das denn planen? Also klar, Sie trainieren und versucht vielleicht die richtigen Verbindungen herzustellen, aber der Schritt dahin, ist das doch eher Glück? Oder Sie sagen vielleicht, Gott hat mich dahin gebracht, aber ja, wie viel ist der eigene Anteil? Was kann man selber dran tun? Ein ziemlich großer Anteil ist der eigene Anteil. Also das steht außer Frage, aber das gewisse Etwas, das gewisse Glück, am richtigen Zeit, am richtigen Tag auch gut zu sein, wenn irgendjemand Bestimmtes zuguckt. Mhm. Das steht außer Frage, aber auch wenn man diese Chance bekommt, ist es harte Arbeit, auch für die auf diesem Level zu bleiben. Also das ist, ich glaube, jedes kleine Kind geht in jeder freien Sekunde auf den Fußballplatz und trainiert und spielt, und dass es Spaß hat, und das ist das am Anfang das Wichtigste. Mhm. Und dann sind so Kleinigkeiten wie einfach extra noch ein bisschen trainieren, noch ein bisschen Torschuss machen noch. Und das schon in jungen Jahren, die Defizite, wo man ein bisschen hat, ein bisschen aufholt, um da einfach dann den anderen nichts nachzustehen. Ich weiß nicht, ab wann sowas dann klar ist, dass das dann klappen könnte. Also Sie sind ja auch Industriekaufmann geworden, wenn ich das richtig weiß. Sie haben die Ausbildung zumindest gemacht. War das so eine Art, jetzt suche ich mir doch noch ein bisschen was Sicheres? Keine Ahnung, ob das alles klappt. Ja, vor allem bei mir war das so, das war nicht der übliche Profiweg. Bei mir war es nicht unbedingt abzusehen, dass ich den Sprung so schnell, dass es so schnell noch passiert, weil ich einfach
nicht das Glück hatte, in den ganzen Akademien oder in diesen ganzen Jugendhäusern, Internaten sein zu dürfen oder von klein auf bei den Profimannschaften da mitzutrainieren oder sowas. Ich war bis 17, 18 an meinen anliegenden Dörfvereinen unterwegs und habe da so gespielt. Ja. Ah, ja, das ist wirklich fast für ein Wunder. Ja, also das ist, ich hatte da in der A-Jugend, ist man knapp bis 16, 17 Jahre alt, das war, da habe ich noch einen fulligen Fußball gespielt, da war ich 10 Minuten von mir zu Hause weg und dann gab es halt in meinem Leben so Stationen, wo ich dann immer wieder auch so gedacht habe, manche sagen Glück, manche sagen Zufall. Ich war mir immer sicher, dass es nicht der Zufall war. Gab es dann irgendwann, also irgendwann muss ja einen ersten Vertrag gegeben haben. Wann, wo war das? Das war mein erster Vertrag, wo ich nach Stuttgart gewechselt bin. Das war, wie gesagt, ich war in Reutling in der A-Jugend und erst hieß es, sie können aus dieser A-Jugend eigentlich niemand gebrauchen. Und ich bin schon in die umliegenden Vereine gegangen und habe da ein Probetraining gemacht und habe dann auch schon eine Zusage bekommen, weil die erste Mannschaft damals in der dritten Liga gespielt hat und dann hieß es, die brauchen niemand und gut. Und dann so nach dem dritten Gespräch haben sie irgendwie gemeint, ich könnte doch mittrainieren und ich könnte mir das mal anschauen und dann schauen wir mal nach 3-4 Monaten, wie wir entscheiden, wo du was du machst. Und das habe ich zu der Zeit alles parallel gemacht, also diese Ausbildung und dieses Fußballspielen. Und dann waren da immer wieder so Ereignisse in meinem Leben, der eine war verletzt und ich durfte spielen, ich habe Tore geschossen. Und dann war das innerhalb von 6 Monaten, dann saß ich dann zu Hause und musste mich dann entscheiden, wohin wechsle ich wirklich. Das war von nicht gewollt zu wohin wechsle ich jetzt, waren 6 Monate. Unglaublich. Wie weit kann man es denn selbst entscheiden? Das war für mich immer die große Frage. Also jetzt sind Sie beim HSV. Wie entscheidet, dass man von Hoffenheim zum HSV geht? Das entscheiden Sie doch am Ende nicht mehr alleine, oder? Bei mir war es immer so, dass ich Ende von meinem Vertrag stand und sagte, entweder ich hatte das Glück, immer einen Vertrag noch in meinem damaligen Verein zu kriegen oder entscheide ich mich für einen Wechsel. Und ich habe dann immer mit meinen Eltern beziehungsweise mit meiner Familie darüber gesprochen, auch gebetet, um die richtige Entscheidung zu treffen, dass er mir die richtige Entscheidung zeigen soll. Und dann war es immer so, dass ich von einer Entscheidung, da kam mal einem oder anderen Tag mal ein Angebot und ich war dann einfach so davon überzeugt, dachte, das passt, der Verein passt, der Trainer passt, die Stadt ist super. Und ich mache das, weil ich einfach überzeugt bin und da auch richtig dann überzeugt war. Meine Vorstellung war immer, dass da viele andere eben auch noch eine Rolle beispielen. Die sagen, also so, den können wir jetzt gebrauchen, das ist ja klar. Ich meine, die nehmen natürlich nur denjenigen, den sie jetzt gerade gebrauchen können. Aber dass da eben auch noch ein Manager eine Rolle spielt. Und weiß der Himmel was, welche Leute alle noch sagen, so, den können wir jetzt da gebrauchen, jetzt geht er da hin. Und wenn man dann Nein sagen würde, wäre man eigentlich verrückt. Aber Sie haben schon das Gefühl, da kann ich auch, das meiste kann ich auch selbst entscheiden. Ja. Okay. Also schlussendlich, sowas bei mir immer, es ist, die Entscheidung liegt bei mir. Also es ist... Da spielen immer viele Sachen einen Faktor. Die Trainer, ist auch immer viel Geld im Spiel. Und da geht es dann natürlich auch um Manager, wo da mitverdienen oder sonstige Leute, wo da auch Transfers tätigen wollen. Aber ich hatte da immer das letzte Wort. Und das war auch jetzt wieder so, wo ich hierher gewechselt bin. Das war immer meine Entscheidung. Und da stehe ich auch voll dahinter. Und umso besser. Ist die Motivation ja auch noch viel größer, dafür was zu tun. Ein paar Mal klang es jetzt schon durch. Sie haben gesagt, Sie haben das dann auch vor Gott gebracht, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Das heißt, das ist das andere Standbein, auf dem Sie sozusagen Ihre Entscheidung treffen. Also nicht nur nach dem, das macht mir jetzt Spaß oder so, das macht Freude, sondern Sie bringen das irgendwie ins Gebet. Wie kriegen Sie das unter im täglichen Fußballerleben, Ihren Glauben? Ganz einfach. Wunderbar, dann erzählen. Nee, also ich bin... Von klein auf schon mit dem Glauben aufgezogen worden. Meine Eltern sind christlich. Ich bin da früher schon in die Gemeinde und ich kenne es von klein auf, bevor ich ins Bett gehe, zu beten. Das mache ich schon seit ich denken kann. Und
Ein Glauben an Jesus habe ich eigentlich schon immer. Aber so ein kleiner Knackpunkt in meinem Leben war vor knappe 2 Jahren oder 1,5 Jahren, wo ich eine Verletzung hatte und keiner wusste genau, wie oder was ich hatte. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich war hatte immer Probleme mit der Muskulatur und keiner wusste, wohin. Dann bin ich zu verschiedenen Ärzten überall hingegangen und keiner wusste, was machen. Dann war ich bis zu 2-3 Monate verletzt und konnte keinen Sport machen. Und in der Zeit ist mein Glaube extrem nochmal gestärkt. Also dann, weil es da eine Verbesserung gab, oder? Nee, weil ich nicht mehr wusste, wohin. Also das ist, ich wusste, ich stand da und dachte, was passiert mit mir? Warum passiert das jetzt? Was habe ich gemacht oder was habe ich getan? Und habe dann immer den Weg zu Jesus gesucht und gefragt, was soll ich machen? Und da wurde mir dann schon bewusst, was es heißt, an Jesus zu glauben und auch danach zu leben. Also das ist, früher war das eher so, ich habe geglaubt, aber habe trotzdem gemacht, was ich wollte. So praktisch in der Bibel steht, Jesus vergibt jede Sünde, also kann ich auch jede Sünde begehen. So war das früher und diese Denkweise wurde dann so nach und nach, ging die dann einfach, war mir dann klar, dass es so nicht weitergeht. Dass ich das richtig verstehe, also da war ja eher eine Krise durch die Verletzung. Ne? Also es war nicht klar, wo kommt das jetzt her und wie wird das dann weitergehen. Für manchen ist eine Krise ja dann eher, dass man sagt, ach nee, von Gott will ich jetzt nichts wissen. Also wenn er mich jetzt hierhin führt. So, für Sie war es aber, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt das Gegenteil. Also Sie haben da tiefer in den Glauben hineingefunden. Auch so nach dem Motto, vielleicht ist diese Krise jetzt, weil ich das und das gemacht habe. Genau so. Ja? Genau so war. Also so habe ich das so angenommen. Also war nicht dann böse auf Jesus oder hatte dann Hass und sage, warum machst du das jetzt mit mir? Sondern ich wusste ja, was ihm zu verdanken hatte. Also ich habe meinen Traumberuf bekommen, meiner Familie geht's gut. Ich bin verschont geblieben bis zu dem Zeitpunkt von Verletzungen oder sonst irgendwas. Ich hatte noch nie eine schlimmere Verletzung. Und ich wusste schon, dankbar zu sein, aber an irgendeinen Grund musste es geben, warum. Und ich habe das dann einfach so verbunden mit den ganzen Sünden und mit dem Leben, was ich davor geführt habe, dass es einfach so ein Knackpunkt in meinem Leben war. Und sagte so, wenn du mit mir weitergehst, dann gehst du nicht so weiter, sondern dann gehst du weiter, so wie ich das gern möchte oder so wie das Christen normalerweise machen. Und das war eine schwierige Zeit, aber eine sehr gute Zeit für mich jetzt. Also es ist, ich würde sie ja gern zum Beichte bringen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber es wäre schon schön zu wissen, was hat er denn wohl verändert? Also das heißt, ich will nicht unbedingt wissen, was haben Sie vorher alles falsch gemacht, aus Ihrer Sicht. Aber wo hat sich Ihr Verhalten denn doch geändert, wo Sie sagen, also das verdanke ich auch dieser Krise? Mein komplettes Leben eigentlich. Also das ist das ist eine Menge. Ja, also das ist mein Verhalten zu meinen Brüdern, zu meiner Familie, das ist anders geworden. Ich habe da oft war die Priorität, viel Geld zu verdienen und dieser Fokus, ich muss irgendwann mal, und das ist, durch diese Dinge ist es ganz anders. Ich betrachte den Beruf Fußballprofi ganz anders wie vorher. Das ist mir nicht mehr das Allerwichtigste. Also es war mir lange das Allerwichtigste, Fußballprofi zu sein und viel Geld zu verdienen. Das ist mir schon lange nicht mehr das Wichtigste. Und das ist auch mit den Gebeten und mit der Bibel lesen. Das alles hat sich erst so gefestigt durch die Verletzung eigentlich. Und da ist mir dann erst bewusst worden, wie gut es mir tut, regelmäßig in der Bibel auch zu lesen. Aber nichtsdestotrotz, also da war diese Krankheit und Sie sagen jetzt, also so wichtig ist das nicht mehr, aber trotzdem werden Sie wahrscheinlich auch so frustrierende Erlebnisse haben, wo Sie mal jetzt nicht eingesetzt werden oder dann war dies oder dann war das. Hat sich das auch verändert, mit solchen Dingen anders umzugehen, nachdem Sie den Glauben wieder für sich neu gefunden haben? Ja, also. Oder sagt man dann, also wenn mich der Trainer jetzt nicht einsetzt, das hat mit dem lieben Gott nichts zu tun, sondern da muss ich irgendwie anders jetzt drüber kommen. Oder kann man auch durch den Glauben dann damit fertig werden und sagt, okay, ist nicht ganz so wichtig, schaffe ich trotzdem. Ja, man wird, also ich werde persönlich damit ganz einfacher fertig. Dann. Ich würde lügen, wenn ich nicht zu Hause sitze und mich aufrege und alles hinnehme und sagen würde,
hat alles seinen Sinn, sondern ich bin dann auch zu Hause und denke, mache mir meine Gedanken oder warum, wieso, weshalb. Das war früher in meiner Karriere so, das ist heute so. Aber immer wieder, wenn ich dann ein bisschen zur Ruhe komme zu Hause und dann auch, wie gesagt, in der Bibel lese oder irgendein Buch gerade habe, wo ich dann lese, dann wird mir immer wieder bewusst, was überhaupt wirklich wichtig ist. Und das ist dann nicht, ob ich heute gespielt habe oder sonstiges, sondern einfach ganz andere Dinge. Gibt es da Stellen, die Ihnen besonders wichtig sind in der Bibel oder irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Personen, wo Sie sagen, mit denen kann ich mich identifizieren? Finde ich super. Ja, meine Lieblingsgeschichte war früher immer David gegen Goliath. Das war, waren Sie der David oder der Goliath? Ich war der David. Nee, das ist bis heute so, dass ich mich immer durchbeißen musste, immer um meinen Platz kämpfen musste. Die anderen hatten immer weitaus mehr Talent und wurden immer weitaus mehr berücksichtigt wie ich. Und das ist meine ganze Karriere so gewesen. Das ist im Jugendbereich so gewesen, habe ich selten gespielt und musste dann immer wieder meine Defizite nacharbeiten. Das war dann im Profibereich so. Also nach und nach in meiner Karriere immer wieder Stellen, wo ich einfach dafür hart arbeiten musste und dann schlussendlich aber dann für die harte Arbeit dann belohnt worden bin. Am Ende hat der David gewonnen. So. Sehr gut. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin, bevor die Kameras angingen, schon mal kurz darüber gesprochen. Sie sind ja auch eingeladen, weil Sie eben auch Christ sind. Weil man so den Eindruck hat, das ist eigentlich ganz was Seltenes. Aber da haben Sie gesagt, ach nö, es gibt doch viele Leute, also Fußballer, die auch an Christus glauben oder irgendwie etwas glauben. Wie kommt es, dass man davon nichts merkt? Oder ist das einfach, ja, Glaube ist was Privates und das musst du nicht nach außen tragen? Oder ist das karriereschädlich? Ja, ich denke, es gibt viel, viel mehr, wie man denkt. Dass viele an Jesus glauben oder auch beten, ob ihnen das unangenehm ist. Weil ich glaube immer noch so ein bisschen ein Thema ist bei Fußballern, wo so ein bisschen komisch begutäugt wird. Und sich dann viele nicht trauen. Also ich merke das an meiner Reaktion, wenn das irgendwie jemand mitbekommt, dass ich Christ bin und dass ich regelmäßig in der Bibel lese, dass ich täglich bete. Die gucken mich an und denken, du? Bisschen Schreiber. Ja, die haben ein bisschen eine andere Vorstellung von einem Christ. Ich bin ein lebensfroher Mensch, ich lache viel, ich flachs viel, ich mache gern Scherze. Ich bin auch gern unterwegs und das verbinden die nicht, also mit dem Glauben. Das ist andere so, Vorstellung vom Glauben. Ja, das ist so praktisch, ich darf keinen Spaß haben, ich darf nicht nach meinem Äußeren gucken und das passt nicht zusammen. Und dann, aber ich habe mich schon oft auch mit Spielern von meiner Mannschaft zusammengesetzt und dann haben die gefragt, wie das ist oder was ich da mache oder wie das genau abläuft. Und dann erkläre ich ihnen das und die sind dann auch recht angetan davon. Bei lateinamerikanischen Spielern hat man das ja öfter, da siehst du, die machen also, oh ja, die Arme nach oben, wenn sie Tor geschossen haben, oder ein großes Kreuzzeichen und so weiter und so weiter. Können Sie damit was anfangen? Drücken Sie das auch so aus? Also, wenn Sie ein Tor geschossen haben, was ja, wie war das hier, 2014, DFB-Pokal-Torschützenkönig, richtig, ja? Haben Sie dann nach jedem Tor auch irgendwas gemacht und Gott gedankt dadurch? Witzigerweise habe ich bei dem Spiel auf meiner Fanseite ein Bild gepostet und habe Gott dafür gedankt, weil das mein erstes Spiel war nach meiner Verletzung. Ja, okay. Aber in den Spielen oder ist es immer oder mit Torjubel verbunden, das tue ich mich noch schwer damit. Also es ist, muss ja auch nicht sein. Ist ja nur eine Frage, wie Sie das ausdrücken. Ich bete immer kurz vor dem Spiel immer und und auch wahrscheinlich kurz danach, auch manchmal auch während dem Feld oder während dem Spiel im Feld. Und, aber da jetzt irgendwie die Hände hochzureißen oder den Blick hochzureißen und andere da so extrem aufmerksam zu machen, das ist jetzt nicht unbedingt mein. Das ist wahrscheinlich auch eine Mentalitätssache. Ne? Also sind wir Deutschen was anders gestrickt als der gemeine Brasilianer sozusagen. Ganz anderes noch, Profifußball, da denkt man, naja, da geht es um harte Regeln auch. Ja, also es geht um viel Geld oft.
Es geht darum, große Konkurrenz, davon lebt der Sport natürlich, ist ja klar. Also sie müssen ja besser sein als der andere, sonst werden sie eben nicht eingesetzt. Wie kriegt man das mit christlichen Regeln übereinander? Wie kriegen sie das für sich übereinander? Sagen sie, kann man das trennen oder sagen sie, okay, das ist jetzt der Beruf, da gibt es eben solche Regeln und als Christ versuche ich trotzdem irgendwie da nett zu sein, freundlich zu sein, da mal auf was zu verzichten oder nicht nachzutreten oder so. Ich weiß nicht, wie wirkt sich das aus, Christ im Profifußball? Ja, ist nicht. Von Außenstehenden passt nicht ganz so. Ja. Also das ist ja. Vor allem das Profigeschäft natürlich ein enorm hartes und auch ein dreckiges Geschäft. Da geht es nicht immer fair zu, da spielt nicht immer der Bessere, sondern da spielen andere, oft auch andere Faktoren. Ich habe es immer so benutzt, um meinen Glauben auch so zu benutzen, um die Ruhe zu bewahren, dass wenn ich mein Bestes tue, dass ich dann dafür belohnt werde. Wann das genau ist, das weiß ich nicht. Aber ich vertraue da voll und ganz drauf. Egal, ob ich wochenlang nicht spiele, ich mache trotzdem meine extra Arbeit, ich mache trotzdem meine extra Kraftübung. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich dann da bin. Und das hat mir enorm auch geholfen zu der Zeit, wo ich noch in Hoffenheim war, wo wir ein Jahr hatten, wo wir fast abgestiegen waren. Und da war das letzte Spiel, wir mussten es gewinnen und wir waren da wir haben in Dortmund gespielt vor 80.000 und bei uns ging es ums Überleben und jeder hat uns eigentlich schon abgeschrieben. Und ich erinnere mich, ja. und ich habe dafür gebetet, dass er mir die Kraft gibt und ich war mir, viele sagen ja im Nachhinein, ist einfach zu sagen, aber ich war mir sicher, dass wir das Spiel nicht verlieren. Ah, ja. Mhm. Ich hatte da noch telefoniert mit Freunden und habe gesagt, wenn das so passiert, dann bin ich mir sicher, dass wir das Spiel nicht verlieren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann immer, dann hatte mich da einfach getan, weil ich gesagt habe, ich gebe mein Bestes und alles andere regelt Jesus. Mhm. Und zu der Zeit war das für mich persönlich natürlich eine enorm erfolgreiche Zeit. Und diesen Druck, wo andere als Druck empfunden haben, das war mir dann keine Last auf den Schultern, wenn ich den einfach weitergegeben habe. Das war ja mutig damals in der Tabellensituation, hat aber geklappt. Man spricht ja bei religiösen Menschen oft von Berufung. Ja? Also jemand ist berufen, keine Ahnung, Mönch zu werden oder weiß der Himmel. Was fühlen Sie sich berufen, Fußballer zu sein? Oder ist das einfach, okay, ich mache meinen Job und ansonsten bin ich Christ? Nee, ich denke, das ist schon Sinn und Zweck hat, warum ich genau Fußballprofi geworden bin. Wie würden Sie beantworten die Frage, warum sind Sie es geworden? Ich interpretiere das so, dass ich den Glauben einfach, meinen Glauben noch viel weiter an die außenstehenden Menschen zeigen kann, dass auch Fußballprofis Christen sein können, dass es auch zusammenpasst und diesen Glauben und diese Stärke, wenn man als Fußballprofi natürlich eine enorme Medien interessant hat und da an der Öffentlichkeit steht und dass man das dann natürlich den Menschen ganz anders erklären kann, dass sie das ganz anders aufnehmen. Dass eben Christ eben nicht nur das ist, was die anderen da immer denken. Genau, genau. Und das habe ich immer so empfunden, dass ich das bekommen habe, weil ich das weitertragen soll in der Öffentlichkeit. Vergessen wir mal gerade kurz im Moment den Glauben. Nur für einen kurzen Moment. Was gibt es für einen Traum noch? Wo steht der Sven Shiplock bald? Gibt es auch noch den Traum an der Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, der besteht bei jedem Fußballer. Jahr für Jahr trainiert man, Jahr für Jahr spielt man in der Saison, um sich für höhere Aufgaben noch zu empfehlen. Man will immer noch besser eigentlich werden. Und der Traum ist nach wie vor bei mir auch da. Das ist, ich weiß, dass es als Deutscher extrem schwer ist, weil einfach die deutsche Nationalmannschaft noch mal ein extrem hohes Level hat. Neuen Pass besorgen. Nein. Und der Traum ist nach wie vor da, dafür trainiere ich auch jeden Tag hart. Das ist, aber ich weiß, dass es Jahr für Jahr natürlich immer schwerer wird, in diese Nationalmannschaft noch berufen zu werden. Vom Alter her dann auch. Ne? Das ist ja auch ein Witz. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Das schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Mal gucken, wo Gott Sie noch hinbringt. Danke, dass Sie uns heute schon mal von diesen Schritten erzählt haben. Schön, dass Sie hier waren. Alles Gute. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.